In einem meiner letzten Videos habe ich die Seedbox Giga Rapid vorgestellt. Und eines meiner Argumente war, dass eine Seedbox relativ bequem ist. Viele Dinge passieren eben nicht lokal zu Hause auf meinem Computer, sondern eben auf dieser Seedbox. Als weiteres Convenience-Feature kommt jetzt FTP dazu. Ich kann also von Windows per FTP auf meine Dateien in der Seedbox zugreifen. Auf den ersten Blick hat das den Vorteil, dass ich keine Zusatzsoftware installieren muss. Verzichte ich bei Windows aber auf die Zusatzsoftware, dann habe ich das Problem, dass der Transfer unverschlüsselt läuft. In diesem Video möchte ich deshalb zeigen, wie man mit dem Programm rClone die Verbindung über FTP verschlüsseln kann. Los geht's nach dem Intro. Zugegeben, dieses Tutorial ist etwas anspruchsvoller, aber ich mache das jetzt so, dass im Prinzip jeder diesen Schritten folgen kann und am Ende einen Erfolg haben wird. Schauen wir uns aber erstmal an, wie wir per FTP auf die Dateien zugreifen können. Windows kann FTP von Haus aus unterstützen, leider nicht in der verschlüsselten FTPS-Variante. Ich muss also nur meine URL des FTP-Servers und den entsprechenden Port, den ich bei GigaRapid finden kann, eingeben in die Adresszeile des Explorers und kann auf meine Dateien zugreifen, nachdem ich dann Benutzername und Passwort eingegeben habe. Im Prinzip könnte ich mit dem Video schon aufhören, allerdings ist hier halt wie gesagt nichts verschlüsselt und ich hätte ja gerne FTPS hier am Start. Deshalb habe ich mir eine Lösung gesucht, die zum einen kostenlos ist und hier auch relativ unkompliziert nachgebaut werden kann. Es ist nicht ganz unkompliziert, das gebe ich zu, allerdings habe ich die Sachen schon so vorbereitet, dass im Prinzip hier jeder folgen kann der Anleitung. Alle Links und Programme, die ihr braucht, findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Wir gehen jetzt Schritt für Schritt vor. Im ersten Schritt installieren wir drei Programme, beziehungsweise laden die runter, nur eins von denen wird tatsächlich installiert. Das erste Programm, das wir brauchen, ist rClone. Da gibt es eine Download-Seite. Ich wähle hier Windows 64-Bit aus. Das wird wahrscheinlich auch das Richtige für dich sein und lade die Datei runter. Ein anderes Programm, das wir brauchen, ist der Non-Sucking Service Manager für Windows. Damit kann ich über eine grafische Oberfläche Dienste bei Windows installieren. Auch den laden wir erstmal runter und lassen den in unserem Download-Ordner. Damit rClone später mit dem Dateisystem von Windows umgehen kann und eine Brücke schlagen kann zu FTPS, brauche ich noch das Programm WinFSP. Auch WinFSP lade ich erstmal runter und habe nun alle Programme zusammen, die ich nun für den Betrieb brauche. Die ersten beiden Programme NSSM und rClone brauchen keine Installation und können standalone ausgeführt werden. Um das jetzt hier so einfach wie möglich zu machen, habe ich einfach meinen Dokumentenordner genommen und den Inhalt von dem rClone-Archiv komplett dort rein entpackt. Und von NSSM brauchen wir tatsächlich nur eine .exe-Datei und in meinem Fall ist das die vom 64-Bit-Ordner. Die kopiere ich mir jetzt aus dem Archiv raus und lege die ebenfalls in den soeben erstellten rClone-Ordner rein. WinFSP wiederum kann einfach installiert werden, einfach ein Doppelklick auf die heruntergeladene Datei und wir installieren das Ganze. Wenn das jetzt alles abgeschlossen ist, dann haben wir die Möglichkeit, eine Konfigurationsdatei für rClone anzulegen. Wichtig dazu ist, wir brauchen jetzt die Daten von GigaRapid und die finde ich im Prinzip alle auf meinem GigaRapid Dashboard. Also einfach das Dashboard schon mal im Hintergrund offen haben und wir beginnen mit der Konfiguration von rClone. Ich starte also eine PowerShell oder eine Windows-Eingabeaufforderung und navigiere mit dem CD-Befehl in den Ordner, in dem rClone liegt bei mir. Um mit der Konfiguration zu beginnen, starte ich die rClone-Exe, die in dem Verzeichnis hier liegt, benutze dazu einfach die Tabulator-Taste, um das Auto-Vervollständigen zu aktivieren, dann siehst du, dass so ein Punkt und Backslash erscheint vor der rClone-Exe. Als Parameter gebe ich einfach nur config mit und jetzt startet so ein kleiner Assistent, der mich eben hier durchleitet. Als Name gebe ich einfach irgendwas an, das ist jetzt nicht festgeschrieben, in meinem Fall nehme ich einfach mal GigaRapid FTPS. Die Eingaben kann ich jeweils mit Enter bestätigen. Als nächstes fragt er mich, welchen Storage-Typ ich nutzen möchte. In meinem Fall habe ich ja FTP bzw. FTPS und das finde ich eben unter der 13 FTP Connection.
Ich gebe einfach 13 ein und bestätige das mit Enter. So, jetzt kommt der Host und wie vorhin schon angekündigt, brauchen wir jetzt die Daten vom GigaRapid Dashboard. Dort finde ich einen Server Hostname und genau den nehme ich jetzt und paste den hier einfach rein. Als Nutzer gebe ich meinen Nutzer ein, den ich im Dashboard finde und als Port muss ich hier auch wieder auf dem Dashboard schauen, dort gibt es nämlich einen expliziten FTP-Port. Also nicht wie wir das gewohnt sind, 21, sondern halt diesen Spezialport von GigaRapid. Jetzt werden wir gefragt, ob ein Passwort generiert werden soll oder ob wir ein eigenes eingeben. Und ja, Überraschung, wir haben natürlich schon eins, auch das finden wir im GigaRapid Dashboard, kopieren es raus und passen auf, dass wir keine Leerzeichen davor und dahinter mitkopieren. Und jetzt kommen die Fragen zu der Verschlüsselung, nämlich FTPS. Die erste Frage mit TLS beantworten wir mit False und bestätigen das wieder mit Enter. Die Frage nach dem expliziten FTPS bestätigen wir wiederum mit True. Am Ende fragt er uns noch, ob wir die erweiterte Config noch anschauen möchten. Das möchte ich nicht, also einfach ein N für No und auch wieder Enter. Am Ende bestätigen wir unsere Konfiguration mit Yes und mit Q für Quit gehen wir aus der ganzen Sache wieder raus. Die Eingabeaufforderung, die ich die ganze Zeit benutzt habe, ist als Administrator gelaufen. Das heißt im Umkehrschluss, wenn ich jetzt versuche, das Laufwerk in Windows mit rclone einzubinden, nämlich hier mit dem Mount-Befehl, sehen Sie nichts oder ich sehe nichts, weil ich ja nicht als Administrator angemeldet bin, sondern als Nutzer UsefulWid. Das heißt, ich breche das Ganze als Administrator ab und starte jetzt nochmal eine PowerShell bzw. eine Eingabeaufforderung unter dem Nutzer, unter dem ich gerade angemeldet bin. Das heißt im Umkehrschluss einfach nicht als Administrator starten und wenn ich da den gleichen Befehl ausführe, dann kann ich eben nach kurzer Wartezeit im Explorer sehen, dass dort jetzt ein Laufwerk mit einem Petabyte liegt. Den Mount-Befehl, den ich jetzt ausführe, den erkläre ich noch kurz. Ich führe wieder die rclone-exe aus, gefolgt von dem Befehl mount. Danach kommt der Name aus der Konfigurationsdatei. Das haben wir ja als GigaRapid FTPS angelegt und wenn ich das jetzt eingebe, weiß er, wo er in der Konfigurationsdatei schauen muss. Das wird dann gefolgt von einem Doppelpunkt und das Storage ist nur der Pfad. Das ist im Prinzip der Pfad, den ich sehe, wenn ich mich mit FTP anmelde bei GigaRapid. Dann wieder mit einem Leerzeichen gefolgt x-Doppelpunkt. Und x-Doppelpunkt ist einfach der Laufwerksbuchstabe, den ich unter Windows nutzen möchte für diese Einbindung. Wer Details zu dem Mount-Befehl haben will, der kann sich die rclone-Dokumentation natürlich nochmal genauer anschauen. Ich kann jetzt hier rumnavigieren und kann meine Datei aufmachen. Im Hintergrund sehe ich dann schon, dass hier zwei Fehler geworfen werden. Und das hat damit zu tun, dass die Cache-Richtlinie für Windows noch irgendwie angepasst werden muss. Und zwar muss man das auf VFS Cache Mode Full stellen, damit diese Fehler nicht mehr erscheinen. So, jetzt kann ich auch das Video anschauen und ja, keine Probleme. Jetzt gehen wir mal in den AppData-Ordner von Windows. Im Roaming-Verzeichnis unter rclone finde ich eine Konfigurationsdatei. Und Überraschung, da finde ich jetzt alle Daten, die ich vorhin eingegeben habe. Die benutzt er, um sich damit zu verbinden. Im Prinzip könnte ich mit dem Video jetzt schon aufhören. Ihr wisst ja im Prinzip, wie ihr jetzt das Laufwerk mountet bzw. einbindet unter Windows. Ja, und damit ist das Ganze doch eigentlich erledigt. Nicht ganz, denn es wäre doch schön, wenn wir Windows hochfahren und das Laufwerk ist automatisch eingebunden. Und deshalb haben wir auch diese NSSM-Exe hier liegen. Mit dieser werden wir jetzt entsprechend dafür sorgen, dass wir einen Windows-Dienst installieren, der beim Starten des PCs dafür sorgt, dass das Laufwerk eben eingebunden wird. Dazu führe ich jetzt die NSSM-Exe von der Kommandozeile aus und gebe jetzt zwei Parameter mit, nämlich als erstes install und das dann gefolgt von dem Namen, wie der Service heißen soll. In meinem Fall nenne ich den jetzt einfach GigaRapid. Als nächstes öffnet sich hier so ein kleines Fenster und wir müssen hier zwei Felder ausfüllen, nämlich den Pfad,
Das ist erstmal nur der Pfad zur AirClone-Echse, die kann man hier einfach auswählen. Und dann müssen wir Argumente mitgeben. Und die Argumente sind jetzt genau die, die wir vorhin schon beim Mounten benutzt haben. Die kann ich mir im Prinzip hier einfach rauskopieren. Hier kommt jetzt aber noch eine kleine Besonderheit dazu. Weil der Dienst, ähnlich wie vorhin ja, nicht als mein Nutzer Useful Vid ausgeführt wird, weiß der nicht, wo die Konfigurationsdatei liegt. Die muss ich jetzt also manuell mitgeben und genau deshalb habe ich die vorhin auch kurz gezeigt. Den Pfad habe ich noch offen, den kann ich mir jetzt kopieren. Ein Trick ist, die Shift, also Großschreibentaste, beim Rechtsklick gedrückt zu halten und dann bekomme ich hier die Auswahl, dass ich den ganzen Pfad kopieren kann der Datei. Damit wir jetzt nochmal den Befehl in Gänze begutachten können, habe ich das mal im Notepad aufgemacht. Ist so ein bisschen fummelig sonst in diesem Manager. Also --config müssen wir noch anhängen und dann geben wir entsprechend mit einem Leerzeichen danach die Konfigurationsdatei ein, also den kompletten Pfad. Habe ich das alles soweit vorbereitet, klicke ich einfach auf Install Service. Jetzt bekomme ich die Erfolgsmeldung und kann bei Windows einfach mal die Dienste öffnen und sehe, dass hier GigaRapid als Dienst verfügbar ist. Wenn der Startup-Type auf Automatisch steht, dann ist auch sichergestellt, dass beim Neustart eben der Dienst gestartet wird. Jetzt starte ich ja gerade nicht neu, deshalb starte ich den einfach mal manuell und jetzt muss ich ein paar Sekündchen warten, bis das Ganze dann funktioniert und hier im Arbeitsplatz oder dieser PC sehe ich dann das eingebundene Laufwerk. Die 1 Petabyte ist natürlich Unsinn, der kann einfach jetzt die Größeninformationen nicht auslesen. Ich habe auch mal einen kleinen Speedtest gemacht und wie man hier erkennen kann, lastet er hier in meiner VM die Gigabit-Verbindung schon ziemlich gut aus. Wie du vielleicht gemerkt hast, war das Video jetzt ziemlich lang und auch wirklich anstrengend zu produzieren. Deshalb freue ich mich natürlich, wenn du den Kanal abonnierst oder meinen Affiliate-Link in der Videobeschreibung nutzt, wenn du dich für eine GigaRapid Seedbox interessierst.